Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Filder, liebe Gäste. Es ist schon mal ein besonders schönes Gefühl, dieses traditionsreiche Fest der Kerwe wieder zu haben nach einem Jahr Pause. Und ich muss sagen, ein ganz großes Kompliment an die Organisatoren. Ich denke, man hat es auch unter Corona-Bedingungen ganz fantastisch hinbekommen. Mein Name ist Susanne Filder, ich bin die erste Vorsitzende vom Schaustellerverband. Und wir befinden uns heute an der Karlsburg in Durlach auf der traditionellen Durlacher Kerwe. Und natürlich sind wir froh nach der Pandemie, dass wir wieder eine Festlichkeit starten durften und konnten. Und hiermit möchte ich mich auch direkt bei unserer Stadtverwaltung in Karlsruhe und in Durlach bedanken, dass sie uns es ermöglicht haben, dass wir eine Kerwe durchführen können. Und heute mal auf der Durlacher Kirchweih, heute ist Eröffnung. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal da. Mit meiner Neuerwerbung ein kleines Riesenrad, 15 Meter hoch, Fassungsvermögen 40 Personen, Gewicht 20 Tonnen, alles auf einem Auflieger und ich bin allein hier, allein Showman. Also die Durlacher Kartoffelwurst gibt es nur im Spätjahr und unsere Kartoffelwurst kommt aus Durlach, unser Brot kommt aus Durlach, direkt hier am Platz. Und die Kartoffelwurst ist sehr speziell, kennen meistens nur die Durlacher. Wird aus Kartoffeln und Leberwurst und noch verschiedene Sachen gemixt, wo ich nicht weiß, weil das Metzger sein Geheimnis ist. Aber sie ist sehr empfindlich, im Heißmachen, sie platzt gern und sie braucht viel Liebe und viel Geduld.